Hi und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Aaron. Ich freue mich endlich wieder eine neue Folge meines Talkformats Bücherjäger Meets im Gepäck zu haben. Schon vor Ewigkeiten wollten Hendrik von Hennius Buchleben und ich diese Folge drehen. Irgendwie haben wir es nie geschafft. Und nachdem wir uns dann auf der Leipziger Buchmesse getroffen haben, haben wir gesagt, so, jetzt ist es an der Zeit. Und tatsächlich eine Woche später haben wir uns über Skype getroffen und gequatscht. Eine Stunde ungefähr. Und genau das werdet ihr euch jetzt anschauen dürfen. Wir haben wie so oft über verschiedene Themen gesprochen, unter anderem wie ich es mit Booktuberinnen und Booktubern regelmäßig mache, über Zahlen, über Booktube, über alles Mögliche, weil ich spannend finde, da wirklich mit verschiedenen Menschen drüber zu sprechen, aber natürlich zum Beispiel auch über LGBTQIA+, ja, related Bücher. Hendrik liest ja zum Beispiel im Pride Month immer nur Bücher, die in irgendeiner Form queere Charaktere, queere AutorInnen haben. Und genau darüber, über diese Repräsentation haben wir gesprochen. Ich hoffe sehr, dass ihr viel Spaß haben werdet mit diesem Video. Mir hat Spaß gemacht, mit Ihnen darüber zu sprechen. Diskutiert wie immer gerne in den Kommentaren mit. Ich freue mich sehr, von euch zu hören, alles Mögliche. Ich bin dann wirklich, wirklich gespannt, wie ihr zu einigen Dingen steht, die wir hier besprochen haben. Und ja, wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video und freue mich natürlich, wenn ihr danach meinem Kanal noch ein bisschen erhalten bleibt. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal ganz kurz für diejenigen, die dich nicht kennen, vorstellen? Ja, ich bin Hendrik vom YouTube-Kanal Hennius Buchleben. Ich lese Bücher und deshalb bin ich hier. Was liest du für Bücher? Oh, ich lese alles Mögliche. Mittlerweile hat sich rauskristallisiert, dass ich sehr viel Fantasy lese, aber ich lese auch gerne Belletristik, irgendwelche zeitgenössischen Romane, historische Romane versuche ich mich auch dran, Klassiker, Science-Fiction, eigentlich ist so alles dabei. Hast du irgendwie, du sagst, es hat sich so rausgestellt, dass du Fantasy viel liest, das heißt, das war früher mal nicht so, es hat sich dann irgendwie erst so ein bisschen reingemogelt? Ich weiß nicht, irgendwie es fällt mir immer wieder mal auf. Auch wenn ich so mein Regal abgehe, dann denke ich mir so, Mann, da steht ganz schön viel Fantasy. Auch wenn ich mich gar nicht selber so als typischen Fantasy-Leser sehen würde, aber es ist irgendwie so geworden. War das früher anders? Vielleicht. Aber es ist mehr so ein schleichender Prozess gewesen. Als Kind habe ich auch schon so fantastische Geschichten gelesen, so Urban Fantasy dann aber eher. Aber mittlerweile ist das so. Kannst du erklären, was Fantasy irgendwie zu einem tollen Genre für dich macht? Ich liebe es, einfach entfliehen zu können. Das finde ich ist das Tollste. Deshalb lese ich auch. Ich lese ganz viel, um dem Alltag zu entfliehen und um einfach meinen Kopf abzuschalten. Und ich finde, das geht besonders gut eben in so Fantasy-Welten, weil du ja einfach, klar, du hast ja schon irgendwie ein bisschen das Bekannte. Die sind ja nun mal auch auf unserer Welt aufgebaut und gute Fantasy-Welten, da erkennt man ja auch die richtige Welt, also die reale Welt wieder. Aber es ist ja trotzdem so, dass du immer noch eine neue Welt kennenlernst. Und wenn man sich dann so ein bisschen in eine andere Welt flüchten kann, ich finde, das ist immer total angenehm. Hast du irgendeine Lieblings-Fantasy-Reihe? Nee. Ich habe mehrere. Also ich könnte ihn nicht auf eine runterbrechen. Immer die ich gerade lese, ist meine Lieblings-Fantasy-Reihe. Bist du auch in dieser Sarah J. Maas-Bubble drin mit dem Reich der Sieben Höfe und hier Throne of Glass und so? Gar nicht. Wollte ich immer mal reinlesen, aber es ist mir dann auch irgendwie zu viel. Also das ist so eine Welle, die dann so über mich käme, wenn ich da erstmal mit anfangen würde. Deshalb habe ich da bisher mich noch nicht getraut. Aber es steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Irgendwann werde ich mich damit mal auseinandersetzen. Vielleicht mache ich da mal ein größeres Projekt draus. Aber bisher ist das nicht passiert. Ich bin mal gespannt. Ich streame am Freitag mit. Also für uns jetzt am nächsten Freitag mit Anja und Leo und wir besprechen den ersten Band von Reich der Sieben Höfe. Ich hab alle jetzt gelesen, ne? Ja, noch nicht. Wir haben alle keine Lust, ihn zu lesen eigentlich und sind gerade so ein bisschen dabei. Und ich habe heute Morgen jetzt so die ersten 20 Seiten gelesen und noch bin ich skeptisch. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja noch besser. Du liest, das fällt auf deinem Kanal immer wieder auf, einmal im Jahr ist er Pride Month. Und du legst sehr viel Wert darauf, in diesem Monat nur irgendwie LGBTQIA+-related Literatur zu lesen. Wo kommt das her? Wann hat das angefangen? Ich habe damit angefangen, als ich diesen Kanal gemacht habe, weil ich weiß gar nicht, es war so eine Laune. Irgendwie habe ich mir gedacht, ach, das wäre doch schön und irgendwie einen Beitrag zu diesem Monat zu leisten, den ich sehr wichtig finde, war mir auch wichtig. Und ich dachte, okay, wie mache ich das, wenn nicht so?
Also ich habe nun mal einen Bücher-YouTube-Kanal und es geht hier um Bücher und deshalb dachte ich, passt das doch dann sehr gut. Und mir ist das natürlich einfach wichtig, weil ich finde, dass Repräsentation in jedweder Form wichtig ist und gerade bei einem Thema, das mir dann auch so nahe geht und was auch einfach nah an meinem Leben dran ist, da fand ich das dann sehr einfach für mich. Und es macht ja auch Spaß. Also ich habe das ja jetzt auch, ich mache das ja natürlich auch, weil es mir einfach gefällt. Ich freue mich da auch drauf und ich finde es sehr schön, dass es diesen Repräsentationsaspekt hat und dass ich dann auch so ein paar Kinder und Jugendliche, die das vielleicht sehen, ein bisschen mit aufklären kann oder auch Erwachsene, seien wir mal ehrlich, es gibt auch genug Erwachsene, die damit aufgeklärt werden müssen. Aber ich finde es auch einfach schön, über gute Bücher zu reden und über Bücher, die ja dann einfach in diesen Zeitraum gut reinpassen. Ja. Inwiefern glaubst du, dass dieser Pride Month bei Repräsentation schafft für die queere Bubble, gerade weil es ja auch in das Ziel hat, vielleicht Leute, die dem skeptisch gegenüberstehen, sozusagen ja halt ihnen zu zeigen, dass das eben völlig normal ist. Aber erreicht man diese Leute damit wirklich, glaubst du? Ob ich sie jetzt erreiche, nee, überhaupt mag ich mal zu bezweifeln. Oder meinst du generell? Generell, der Pride Month. Also generell der Pride Month, natürlich erreicht er die Leute, weil ich meine, allein wenn du Fernsehen guckst und Coca-Cola ihr Logo in Regenbogenfarben macht, es gibt ja genug Leute, die sich immer darüber aufregen, also die wird es ja wohl auch erreichen. Also die Werbung ist ja voll und ob das jetzt wirklich so gut ist, dass diese ganzen großen Marken dann alle Pinkwashing betreiben und sich super bunt und queer-friendly darstellen, steht auf einem anderen Blatt. Aber was es auf jeden Fall schafft, ist Repräsentation, denn egal ob die Marken, die das auch vertreten oder nicht, das ist im Endeffekt ja egal, die Repräsentation wird dadurch geschafft. Und es gibt Plakatwände, du kannst ja im Juni mittlerweile nicht mehr irgendwo langlaufen, ohne dass dir das irgendwie ins Gesicht fällt. Es gibt ja große Aktionen, Rewe macht das ja zum Beispiel auch und alle möglichen Marken wollen ja irgendwie ein Stück von diesem Kuchen, der die LGBTQ+-Bubble ist, abhaben und da kommt man nicht mehr drum rum. Ob das dann wirklich auch was bringt, weiß ich nicht. Aber unterschwellig ist ja egal, wie klein die Repräsentation ist und egal, wie klein das nur bei den Leuten irgendwie einen Funken im Gehirn ist, solange du das irgendwie siehst, dass es das gibt, bewirkt es was bei dir. Und wenn das nicht jetzt sofort ist und wenn das vielleicht 5 Jahre später ist oder wenn es dann nur irgendwie ist, dass deine Nachbarin dann sagt, ach übrigens, ich bin auch lesbisch und du denkst, ach ja, da habe ich ja schon mal was von gehört, weil Rewe hatte da ja mal eine Regenbogenfahne im Fenster. Die Repräsentation kommt auch in Büchern immer mehr, habe ich das Gefühl. Ist das nur ein Eindruck, den ich habe oder glaubst du, dass das schon so ist, dass das queere Menschen immer mehr abgebildet werden in Büchern? Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so. Das ist generell in der Popkultur sind Minderheiten ja einfach nicht mehr wegzudenken, zum Glück. Also seien es jetzt eben Leute, POC-Menschen, LGBTQ+, oder Menschen mit Behinderung und so weiter, ist ja auch mittlerweile in Fernsehserien, Filmen, du kannst es ja einfach nicht mehr ohne machen. Und so ist es eben auch in Büchern. Also gerade in so New Adult, Young Adult Büchern ist es einfach, weil es ja auch ein Hype ist, muss man ja auch ganz ehrlich irgendwo mal sagen. Es ist ja auch einfach hip, woke zu sein, so. Und es ist total gut und es ist auch total schön. Und deshalb wird es immer mehr repräsentiert. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht so super allgemein sagen, weil ich dann ja schon sehr spezifisch lese und ich mir meine Bücher ja auch so raussuche, dass sie eben gewisse Werte repräsentieren. Und natürlich freue ich mich auch über Bücher, von denen ich nicht damit gerechnet habe, dass sie das tun, wenn ich dann darüber stolpere. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch immer noch Bubbles in der Buchwelt auch gibt, in denen das nicht passiert, weil einfach die Zielgruppe nicht so ist. Also, aber das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob, keine Ahnung, bei Nele Neuhaus in diesen 500.000 Büchern, die sie geschrieben hat, die alle meine Mutter liest, ob das da drin passiert. Keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. Ist es die richtige Bubble dafür? Weiß ich nicht. Aber in den Büchern, die ich lese, darin wird es mehr. Auf jeden Fall. Ich habe den Eindruck, dass du versuchst, immer wieder auch schon ältere Bücher zu lesen, in denen in irgendeiner Form LGBTQ+-Personen repräsentiert werden, einfach um zu sehen, wie das vor 30 Jahren war, wie das vor 100 Jahren war. Hat sich das für dich arg verändert, wenn du die Literatur von damals mit irgendwie heutiger, neuer Literatur vergleichst in der Repräsentation?
Total. Soll ich dir meine Bachelorarbeit schicken? Ja, habe ich drüber geschrieben. Also ich meine, das hat sich total verändert. Du kannst es eigentlich ganz gut verfolgen. Es gibt diese, alles, was so vor den 70ern, 80ern ist, ist alles halt so im Geheimen und eher mehr so Andeutungen und alles, weil man es nicht richtig benennen durfte. Dann wird so ab den 70ern ein bisschen mehr, dass es auch benannt wird, aber es sind immer eigentlich alles Krisen. Also generell, also alles vor den 70ern immer Krisen. Krisen, 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 Krisen. Eigentlich nie ein Happy End, das gibt es, glaube ich, ganz, 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 ganz selten. Und dann fängt es so ab den 70ern so langsam an, dass es dann halt eben auch sowohl Kinder- und Jugendliteratur gibt. Das erste in Deutschland habe ich auch vor ein paar Jahren gelesen, das ist, glaube ich, aus den 80ern. Ist eine Übersetzung aus dem Schwedischen, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, das fängt dann so langsam an. Und dann geht es mehr so über in den Coming-out-Erzählungsbereich. Das war so das große Ding, so ja, Anfang der 2000er, in den 90ern, noch bis in die 10er Jahre rein, immer diese Selbstfindungsgeschichten. Und klar, das ist auch nicht allgemeingültig, aber das ist so der Trend. Und dann jetzt so ab den 10er Jahren, jetzt so die letzten 10 Jahre, fängt es dann an, dass es auch einfach ganz normale, in Anführungszeichen, Geschichten sind, wo halt eben queere Menschen im Fokus stehen. Und du halt nicht immer mehr dieses Dramatische, diese Krisen und dieses, oh, es ist ja alles so schlimm und oh Gott, ich muss mich verstecken und oh, ich muss das jetzt den anderen Leuten erzählen, sondern jetzt hast du auch einfach Liebesgeschichten mit einem Happy End oder einfach eine Fantasy-Geschichte, wo halt eben der Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin dann eben queer ist. Sowas. Und das ist diese doch sehr krasse Veränderung, die sich in den letzten 10 Jahren natürlich wie in der gesamten Gesellschaft total steil nach oben entwickelt hat. Wenn ich mir so unsere BookTube, Bookstagram, BookTok-Bubblen so anschaue, habe ich das Gefühl, dass das insgesamt sehr, sehr offene, gibt sicherlich auch immer Ausreißer, so einzelne Leute, aber insgesamt eine relativ, relativ offene Community immer ist. Ist das ein Eindruck, den du auch hast? Weil ich glaube, also gerade queer oder ja doch Bücher mit queeren Charakteren finden ja schon sehr viel Anklang auch in unserer Community. Ja, schon. Also ich würde schon sagen, dass wir relativ offen sind. Aber ich glaube, das machen wir auch. Also es gibt bestimmt ein paar schwarze Schafe auf YouTube oder auf BookTok oder auf Bookstagram. Aber ich glaube, die kennen wir einfach nicht, weil der Algorithmus uns dann ja vielleicht doch auch genau die Leute vorschlägt, die wir wollen. Und ich glaube, die Mehrheit ist auch einfach sehr offen. Und du musst ja auch eine gewisse Art von Mensch sein, um dieses YouTube oder Bookstagram oder sonst was zu machen. Ich glaube, das ist schon relativ offen. Gerade auch, weil ja auch sehr viele junge Menschen dabei sind und der Trend geht ja schon dahin, dass jüngere Menschen eher offener sind, was Minderheiten angeht. Und ich glaube, da hast du schon recht. Ich glaube, das ist schon so. Was würdest du jetzt jemandem sagen, wenn du es mitbekommen würdest, Person XY sagt in ihrem Video, ja, keine Ahnung, ich möchte dieses Buch von Adam Silvera nicht lesen, weil da sind zwei schwule junge Männer drin. Mal abgesehen davon, dass man irgendwie anfängt zu kochen, aber was hättest du da so spontan irgendwas, was du dem entgegenbringen würdest oder entgegenbringen könntest? Ich würde den einfach ignorieren. Solche Menschen haben meine Energie nicht verdient. Das ist mir so. Also, das ist Mist. Sowas bringt nichts. Also, wenn jemand sich die Muße macht und sich vor eine Kamera setzt und sowas erzählt, dann wirklich, dann ja, mach doch. Mir egal. Also, ich würde es einfach ausblenden und diesen Kanal für mich einfach sagen und auch. Nein, da will ich nichts mit zu tun haben. Wenn ich wüsste, dass diese Person innerhalb irgendwie unserer Community vernetzt ist, würde ich dafür sorgen, dass die Person da rausfliegt und sagt, okay, mit so jemandem möchte ich nichts zu tun haben. Aber klar, vielleicht würde ich vorher nochmal nachfragen und sagen so, hey, was ist, also wenn ich die jetzt persönlich vielleicht kennen würde, würde ich mal nachfragen. Aber ansonsten, das ist auch irgendwo. Klar habe ich den Anspruch, natürlich viele Leute zu erreichen, aber irgendwo ist es dann auch vorbei und es ist auch vergebene Liebesmüh. Ist vielleicht ein bisschen radikal, aber ich meine, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jährchen und dann irgendwann ist auch mal gut. Wenn man so deine Videos schaut oder auch mit dir spricht, das habe ich auch beobachtet, als wir uns auf der Buchmesse getroffen haben letzte Woche, du achtest sehr darauf, inklusive Sprache zu verwenden. Das fängt mit Gendern an, das geht damit weiter, dass man von People of Color spricht und nicht nur von schwarzen Menschen oder überhaupt irgendwie. Es geht, dass man von Menschen mit Behinderung spricht und nicht von behinderten Menschen zum Beispiel. So ganz viele so kleine Nuancen irgendwie, in denen ich den Eindruck hatte, dass du da sehr drauf achtest.
Wie viel glaubst du, macht geschlechtergerechte oder nicht geschlechtergerechte inklusive Sprache aus? Erstmal danke, dass dir das auffällt. Ich gebe da wirklich mein Bestes. Ich bin da echt nicht perfekt und mir fällt es auch selber wieder auf, dass es nicht immer klappt, aber das muss ja auch nicht der Anspruch sein. Ich finde, dass inklusive Sprache schon sehr wichtig ist, weil Sprache natürlich einfach so ein machtvolles Medium ist. Du machst ja alles mit Sprache. Du liest, du schreibst, du sprichst. Sprache ist so wichtig, sonst würde unsere Gesellschaft ja gar nicht funktionieren. Und dazu fällt natürlich, darunter fällt alles Mögliche. Also Schrift, Sprache, Zeichensprache, gesprochene Sprache. Und sowas inklusiv zu gestalten, so einen fundamentalen Grundpfeiler unserer Gesellschaft inklusiv zu gestalten, finde ich, ist super wichtig. Einfach damit man sich einfach, ja, Teil davon fühlen kann, damit niemand ausgeschlossen wird. Und klar, das funktioniert nicht perfekt und das dauert auf jeden Fall auch noch, bis das irgendwann mal funktioniert oder bis da sich auch wirklich jeder mit eingeschlossen fühlt. Aber Sprache ist halt ein Prozess, sowas dauert. Und deshalb ist es wichtig, irgendwann mal anzufangen. Und das versuche ich. Mhm. Hast du schon mal Bücher gelesen, in denen zum Beispiel gegendert wurde? Ich habe jetzt ein Buch gelesen, da wurde immer die weibliche Form benutzt. Anstatt der männlichen Form. Habe ich auch schon gelesen. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Bücher, in denen konsequent gegendert wurde, habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen. Ist mir bisher, glaube ich, noch nicht untergekommen. Habe ich auch noch ganz, ganz wenig gesehen hier in den Case and Calendar Büchern. Felix Ever After und How Do I Tell Them I Love Them? Gerade im zweiten Buch geht es ja auch um nicht-binäre Persönlichkeiten, da wird viel gegendert. Und da habe ich jetzt schon hin und wieder mal gelesen, in Rezensionen gehört, irgendwie auf BookTube, Bookstagram und sonst was, dass die Leute sagen, dass sie sich daran so ein bisschen stören. Ich meine, das ist ja sowieso eine riesen Debatte. Mhm. Gendern ja und ja, nein und wenn ja, wie? Und viele sagen ja, dass das so ein bisschen die Leserlichkeit eines Textes beeinflussen würde. Ich persönlich sage, vielleicht sollte jemand an seiner Lesekompetenz arbeiten, wenn er mit einem Innen nicht klarkommt. Aber ist das ein Punkt, den du irgendwie ansatzweise nachvollziehen kannst? Ich kann das schon ansatzweise nachvollziehen. Also mich beeinträchtigt es jetzt auch nicht. Ich meine, ich kenne das ja auch aus der Uni und so. Das ist ja ganz normal. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass wenn man das überhaupt nicht kennt und überhaupt nicht gewohnt ist und dann vielleicht über einen Roman stolpert, in dem gegendert wird, dass das am Anfang eine Hürde ist. Aber genauso ist das vielleicht für Leute eine Hürde, die vielleicht nicht mit der englischen Sprache vertraut sind, wenn sie jetzt ein New Adult Buch lesen, in dem super viele englische Begriffe vorkommen, weil einfach das Teil der Jugendsprache ist und wir alle mittlerweile Denglisch reden. Und ich glaube, das ist genauso eine große Hürde. Und Sprache hat natürlich Hürden und wenn halt eben sich neue Sachen rauskristallisieren, klar, dann ist das nicht für jede Person einfach. Aber das ist halt so. Und wenn man damit nicht klarkommt, dann muss man halt entweder andere Sachen lesen oder man muss halt lernen, damit klarzukommen. Weil komm, sagen wir ehrlich, so schwierig ist es nicht. Und wie oft passiert das? Also, ich meine, du hast ja dann auch nicht auf einer Seite irgendwie 35 Wörter, die dann gegendert werden, sondern hast da vielleicht mal eins. Und wenn du dann halt auf der einen Seite, die du liest, dann da kurz darüber stolperst, ja, dann brichst du dir auch kein Bein. So, das ist halt dann so. Dann liest du halt weiter. Ich habe den Eindruck, du studierst ja auch Germanistik, ne? Deutsch-Erdkunde-Lehramt, ja. Ja, ich habe den Eindruck, dass du dich natürlich sowieso viel mit Texten auseinandersetzt, logischerweise allein als mit Büchern, aber auch einfach des Studiums wegen. Und irgendwie kann ich mir gut vorstellen, dass du ein relativ kreativer Mensch bist. Schreibst du selbst? Nein. Nee, tue ich nicht. Ich würde gerne. Ich schreibe mir auch immer mal wieder Ideen auf, aber irgendwie ist es dazu noch nicht gekommen. Ich habe genug andere Sachen irgendwie, die mich dann in meiner Freizeit beschäftigen. Und ich sage immer so scherzhaft, wenn ich in Rente bin, dann schreibe ich ein Buch. Vielleicht mache ich es auch mal vorher, weiß ich ja nicht. Aber bisher nicht, nee. Was kommen dir für Ideen in den Kopf, so genremäßig? Wo bewegen wir uns da? Alles Mögliche. Alles Mögliche. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel aus dem Kopf auch gar keine. Ich habe so eine Datei auf meinem Handy, da sind die dann drin. Fantasy-Krams, irgendwelche Sachen, die mir einfach so begegnen. Oder ich glaube, ich habe mal eine Zeitreise-Idee aufgeschrieben. Aber das ist wirklich nur ganz, 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 ganz grob. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist spruchreif oder da könnte ich morgen anfangen und dann wäre übermorgen die Geschichte fertig. Sondern das sind wirklich mehr so
Gedankengänge. Ne? Also. Wie viel liest du so? Ich habe bei dir auch so zwischendurch in Videos immer mal mitbekommen, gerade wenn du auch mal sagst, boah, irgendwie, ich habe jetzt in einem Monat nur ein Buch gelesen. Und ich erinnere mich an, ich habe keine Ahnung mehr, was das für ein Video war. Ich erinnere mich, da hat man irgendwie, hatte ich so das Gefühl, da kam in dem Moment, in dem du das so gesagt hast und fast eben fast so mit so, ach, ich hätte eigentlich gerne mehr gelesen, kam in dem Moment so ein bisschen die Realisation, so, hey, ist doch eigentlich völlig in Ordnung, dass ich so wenig gelesen habe. Zumal das für Leute, die nicht so buchaffin sind, auch völlig normal ist, vielleicht sogar viel. Wie viel liest du so und wie viel Druck machst du dir? Zwei Fragen direkt. Die erste ist relativ einfach zu beantworten. Aktuell lese ich so 4 Bücher im Monat im Schnitt. Wie viel Druck ich mir mache? Sehr viel. Ich würde, also das ist total bescheuert, weil es ja auch ein Hobby ist. Ich lese sehr gerne und ich lese auch gerne viel, weil das einfach immer so kleine Erfolgserlebnisse sind, wenn ich ein Buch beende. Und da bin ich total egoistisch. Da freue ich mich einfach für mich selbst. Ja, ich habe das beendet. Ich kann es aus meinem Subregal rüberräumen in mein normales Regal. Schön, da freue ich mich. Das löst total viele Hormone in mir frei, wenn ich einfach so dieses Erfolgserlebnis habe. Aber es ist schon so, dass ich mich besonders so im letzten Jahr deutlich damit auseinandergesetzt habe, mir weniger Druck zu machen, weil ich gemerkt habe, wie viel das einfach war, weil es ja auch bescheuert ist. Also ist ja auch bekloppt, ne? Ob ich jetzt ein Buch lese oder 8, macht im Endeffekt jetzt natürlich nicht einen riesen Unterschied aus. Es ist nur für mich selber. Und ich bin da besser geworden mit. Also ich habe, ich weiß gar nicht, irgendwann letztes Jahr habe ich in irgendeinem Monatsrückblick darüber relativ lange geredet, wie ich mich da doch verändert habe in meiner Wahrnehmung und dass ich mir gesagt habe, ja, wenn das halt dann nur 3 Bücher sind oder halt auch nur 1, dann ist das so. Dann ist das auch gar nicht schlimm. Was glaubst du, das ist ein Thema, über das ich hier jetzt schon in dem Format öfter gesprochen habe mit BookTube-Menschen. Was glaubst du, was löst diesen Druck in dir aus? War der schon da, bevor du irgendwie BookTube kennengelernt hast? Ja, doch. Also ich glaube schon, dass das einfach, dieser Druck kommt, glaube ich, bei mir daher, dass als ich angefangen habe, wieder sehr viel zu lesen, das war so 2017 rum, da habe ich auch noch keinen BookTube gemacht, da habe ich so 8 Bücher im Monat geschafft. Und das ist immer so das habe ich dann über ein Jahr lang, vielleicht 2 Jahre lang, habe ich immer 8 Bücher so im Schnitt im Monat gelesen. Und das ist, weil das so der Beginn meiner, ich sage mal, Leserenaissance war, dieser Phase, in der ich immer noch bin, seitdem ich wieder viel lese, das ist immer so der Standard, an dem ich mich gemessen habe. Ich habe mich immer an mir selber gemessen, an diesem Standard. Und ich habe nie in Betracht gezogen, dass sich meine Lebensumstände seit 2017 ja nun mal doch deutlich geändert haben. Ich meine, das sind 5 Jahre. Also, ne, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Inwiefern ist das eine Renaissance bei dir? Ich sag das immer so. Ich habe früher als Kind sehr viel gelesen, wirklich super viel. Und dann halt irgendwann nur noch in den Sommerferien. Und dann irgendwann vielleicht nur noch so ein Buch in den Sommerferien. Und dann habe ich mit dem Studium wieder angefangen zu lesen. Und deshalb sage ich immer Leserenaissance, weil ich dann wieder so viel gelesen habe, wie ich auch als Kind gelesen habe, wenn nicht sogar mehr. Also seit 2017, seit ich angefangen habe zu studieren, ging das dann halt so, ne? Also so viel gelesen. Weißt du noch, welches Buch oder welche Bücher dich wieder zum Lesen gebracht haben? Die hier. Die Klippenland-Chroniken von Paul Stewart und Chris Riddle. Das weiß ich, das sind genau diese Bücher gewesen. Und zwar, weil ich habe diese Bücher mal gelesen vor 10 Jahren oder 15 Jahren und mir ausgeliehen aus der Stadtbücherei und hatte 2 oder 3 von dieser Reihe gelesen und hatte dann immer so einen kleinen Zettel mit den Klippenland-Chroniken, wo es einfach nur drauf stand, an meiner Pinnwand hängen. Über 10 Jahre, weil ich immer mal diese Reihe weiterlesen wollte. Und das kam dann irgendwie wieder zurück. Ich habe diesen Zettel wieder gesehen nach 15, 10 Jahren und mir gedacht, so jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt liest du mal diese Bücher. Und dann habe ich diese Reihe komplett, diese 9 Bücher sind es im Deutschen, komplett weggelesen und das hat mich dann wieder so reingezogen. Und dann kam so eins zum anderen. Dann hatte ich noch ein Seminar in der Uni, wo es um Jugendbücher ging, wo wir irgendwie 5 oder 6 Jugendbücher für dieses Seminar lesen mussten und irgendwie hat sich das dann so aufgebaut. Und ja, dann wurde es immer mehr. Hast du die Bücher nochmal gelesen seither? Die hier? Ja. Seit 2017? Nee. Ich habe
vor 3 Jahren, da gibt es noch so drei Fortsetzungsbände, die gibt es aber nur auf Englisch, die habe ich gelesen, aber die hier habe ich nicht mehr gelesen. Also ich habe die Bücher, die ich schon als Kind gelesen habe, die habe ich dann 2017 nochmal gelesen, einfach um die in der richtigen Reihenfolge zu lesen, aber seitdem nicht mehr, nee. Glaubst du, es wären nochmal, wenn du jetzt nochmal so reinlesen würdest, so wären das nochmal so große Highlights, wie sie es dann vor 6 Jahren waren? Nee, ganz sicher nicht. Also ich glaube, es wär schon ein bisschen wie so nach Hause kommen. Aber ich glaube, es gibt so ganz viele Bücher aus dieser Anfangsphase meiner Leserenaissance, die ich da gelesen habe, von denen ich sage, ja, die fand ich damals richtig toll und die haben mich super geprägt und es sind grandios gute Bücher. Aber wenn ich sie heutzutage entweder nochmal lesen würde oder nochmal zum ersten Mal lesen würde, sind meine Ansprüche ja einfach ganz anders. Weil ich seitdem so viel gelesen habe und auch so viel Gutes gelesen habe, hat sich das total gewandelt. Und ich merke das immer dann, wenn ich Bücher, die ich so am Anfang meiner Leserenaissance gelesen habe, anderen Leuten empfehle und die mir dann zurückmelden, ja, aber okay, ich fand das jetzt gar nicht so gut, weil das und das und das und das. Und dann denke ich mir so, ja, stimmt, du hast halt schon recht mit den und den und den und den Punkten. Das sehe ich genauso, aber damals hat es mich halt nicht gestört. Ja, das habe ich auch ganz krass. Dass so, dass eben, je mehr du Gutes liest, desto höher werden deine Ansprüche. Aber hast du so eine Reihe, wo du sagst, ach, die würdest du eigentlich schon, oder irgendein Buch, das würdest du eigentlich schon gerne nochmal so zum ersten Mal lesen, nochmal dieses Gefühl haben, das du damals hattest? Oder glaubst du, das ist kompletter Quatsch einfach? Ach, doch, ich habe ganz viele Bücher. Ich könnte dir eine lange Liste geben mit Büchern, die ich gerne nochmal zum ersten Mal lesen würde. Die hier, also die Klippenlandchroniken, hier die Spiegelreisende, die hier steht, würde ich auch alle gerne nochmal zum ersten Mal lesen. Da oben, Thursday Next, würde ich auch gerne nochmal zum ersten Mal lesen. Alles diese Bücher, die ich am Anfang dieser Leserenaissance gelesen habe. 4321 von Paul Auster, Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara, NSA von Andreas Eschbach. Ich kann hier eine Stunde weitermachen. Ich kann es dir ganz, ganz lange aufzählen. Da gibt es super viele Bücher. Ist Ein wenig Leben so gut, wie es gehypt hier? Ich habe es noch nicht gelesen. Ich finde ja, aber ich habe es halt auch vor 6 Jahren gelesen oder 5 oder wann auch immer es rauskam. Ob das wirklich so gut ist, ich glaube aber schon. Mhm. Ich glaube, das ist ein Buch, das würde mir auch immer noch gut gefallen. Mhm. Also es ist halt einfach super, super krass, hyper emotional und super, es ist schon sehr sensibel. Also dieses ganze Buch ist schon sehr viel. Mhm. Weil wir es vorhin von Druck hatten und du hast gesagt, es ist immer so ein schönes Erfolgserlebnis, ein Buch von deinem Subregal ins normale Regal zu stellen. Weißt du spontan, wie hoch dein Sub gerade ist? Nee, wann habe ich das letzte Mal gezählt? Boah, da waren es, glaube ich, 170 oder so. So um die 160 sind es vielleicht jetzt. Benutzt du keine Lese-Apps oder sowas? So Goodreads oder? Nee? Gar nicht. Ich habe weder Goodreads noch irgendeine andere App. Ich habe das alles mal probiert, aber finde ich alles blöd. Ich hatte immer eine händische Papierliste mit meinem Sub. Da habe ich dann aber auch seit einem Jahr nicht mehr weitergemacht. Dann habe ich mir jetzt meine Excel-Liste angelegt vor ein paar Monaten. Die habe ich aber auch nicht mehr gepflegt. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich mein Subregal da stehen habe, weil sonst wüsste ich es nicht. Also ich will das immer mal wieder machen, aber ich habe auch noch nicht die perfekte App gefunden, mit der ich super klarkomme. Goodreads irgendwie verstehe ich nicht so, das ist mir zu kompliziert. Sieht auch nicht schön aus. Ist es nicht schön, genau. Aber kennst du Rido? Da sehe ich immer Werbung von. Ja, das ist wirklich, also die benutze ich, die habe ich bei Leo auf dem Kanal, die hat irgendwann vor einem halben Jahr oder so, das hat die mal so ein Tutorial dazu gemacht. Und ich habe mir die App dann runtergeladen, weil ich vorher auch eine Goodreads so ein bisschen benutzt habe. Und Rido finde ich schon wirklich, wirklich gut. Also, sind die gut? Ja, weil es auch wirklich schön aussieht. Also da kommt auch ein schönes Overlay dazu, dass es wirklich, wirklich gut funktioniert, ja. Ich war immer so ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht hat mich einfach diese Werbung genervt. Vielleicht, nee, aber ich mag das gerne. Und es ist super praktisch, dein Sub hast du super schnell drin, weil du halt die ganzen Barcodes einfach abscannen kannst. Geht ja bei Goodreads auch. Und dann einfach. Aber hat Goodreads mittlerweile eine App? Ich dachte, die haben keine App. Doch. Also ich habe sie auf dem Handy, aber ich benutze sie halt nicht mehr. Ah, okay. Ja, da muss ich mir das vielleicht mal angucken. Aber das ist auch, 160 Bücher einscannen, wie lange bin ich denn da beschäftigt, Aaron? Also irgendwann super anstrengend, habe ich aber auch gemacht, ja. Aber dauert gut und gerne mal eine Stunde, ja. Ich habe andere Sachen zu tun, wenn ich mal Langeweile habe, im Winter vielleicht, wenn ich eh nicht rausgehen kann, dann kümmere ich mich mal darum. Aber macht dir dieser Sub in irgendeiner Form wiederum Druck? Weil das ist ja auch ein riesen Thema in unseren
in unserer Bubble, in unseren Bubbles, dass die Leute einerseits ihren Sub immer weiter erhöhen, gleichzeitig viele aber auch sagen, hey, das irgendwie baut das total Druck auf, weil ich jetzt irgendwie 150 Bücher da zu Hause ungelesen rumliegen habe, die ich ja eigentlich alle gerne lesen möchte. Und trotzdem irgendwie kaufe ich mir jeden Monat nochmal 10 neue. Ja, der Sub stresst mich schon. Ich kaufe mir halt nicht jeden Monat 10 neue. Also ich bin ja doch wirklich was das angeht, sehr, sehr wenig unterwegs beim Shoppen und so. Es ist schon, ich glaube, gerade so Anfang des Jahres, da war mein Sub über 200. Das hat mich schon super gestresst. Also wenn man das dann mal so ausgerechnet hat, ich glaube, ich habe letztes Jahr 60, 70 Bücher gelesen. Ne, das sind plus die, die ich dann immer noch doch immer mal dazu komme. Das sind 4 Jahre oder so, ne, die ich dann für diese ganzen Bücher brauche. Also hier, das ist ja völlig bescheuert. Die brauche ich ja nicht. Ich finde es schon schön, Auswahl zu haben. Und so 100 Bücher oder so, da hätte ich jetzt auch kein Problem mit. 50 wären natürlich noch besser. Und ich arbeite daran, dass das weniger wird, weil es mich schon stresst. Ich bewundere die Leute, die wirklich sagen können: Oh, ich habe 1000 Bücher ungelesen zu Hause und mich stresst es nicht. Toll. Für die Leute richtig gut. Ich bewundere das. Für mich ist es nicht so. Ja, das finde ich auch spannend. Was man vielleicht sagen muss, da sagen die Leute ja auch häufig, und das stimmt, Bücher kaufen und Bücher lesen sind vielleicht doch einfach auch zwei getrennte Hobbys. Auf jeden Fall. Ich Ja. bin ja auch nicht nur Leser, ich bin auch Sammler, ne? Also sonst könnte ich ja auch einen E-Book-Reader haben oder so. Habe ich aber nicht. Ja, stimmt. Ich habe ja auch eine Büchersammlung. Das ist ja schon auch Teil des Hobbys. Total, ja. Was glaubst du, wenn Leute auf deinen YouTube-Kanal kommen und sich so zwei, drei Videos anschauen und sagen, okay, sie abonnieren jetzt? Was glaubst du, warum abonnieren die Leute? Was macht dein Kanal aus? Kannst du das erklären? Das ist ja eine interessante Frage. Was macht mein Kanal aus? Ja, ich hoffe ich. Also ich hoffe, dass die wegen mir bleiben. Also die Bücher gibt es ja auch woanders. Gut, ich lese schon, ich weiß nicht, ob es die Bücher wirklich immer woanders gibt. Da ich ja sehr viel gebraucht kaufe, lese ich auch immer sehr viele Bücher, die vielleicht schon so 10 Jahre alt sind oder 5 und die dann eigentlich aktuell nicht mehr so auf BookTube besprochen werden. Aber ich hoffe, dass die Leute wegen mir da bleiben. Oh, jetzt habe ich gegen meinen Schreibtisch geschlagen. Gibt es irgendwelche Formate, von denen du sagst, das ist entweder was, was du vielleicht bei dir geprägt hast, was du sonst irgendwo anders nicht kennst, oder hast du ansonsten irgendwelche Lieblingsformate, die du gerne drehst? Ich glaube, ich habe nichts geprägt. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Oh, ich glaube, die Nachbarin fängt jetzt hier an, ihre Terrasse zu kärchern. Ich hoffe, das hört man nicht. Also geprägt habe ich nichts. Lieblingsformate. Was ich super gerne mache, sind diese 5-Sterne-Rezensionen meiner Hassbücher oder andersrum 1-Sterne-Rezensionen meiner Lieblingsbücher. Das mache ich total gerne. Das Format habe ich mir aber auch nicht ausgedacht. Ich glaube, das kommt irgendwo aus Amerika. Das ist ein super lustiges Format. Das finde ich ganz, ganz toll. Was mache ich noch gerne? Ich mache alles gern. Ich finde alles gut. Aber leider bin ich nicht so, dass ich irgendwas geprägt habe. Ich habe mir irgendwann mal einen Tag ausgedacht, aber ich glaube, den hat auch sonst niemand gemacht. Wie wichtig ist es dir, regelmäßig Videos zu posten? Super wichtig. Super wichtig. Freitags 18:30 Uhr kommt ein neues Video. Das ist meine Nummer 1 Priorität. Und wenn es mal 19 Uhr ist, ist das auch okay. Aber das ist, da steht ganz viel in meinem Leben hinten dran. Und das ist einfach mein eigener Anspruch, den ich habe, weil auch diese Regelmäßigkeit mir sehr wichtig ist, damit das passiert. Weil ich will das nicht schleifen lassen. Das ist einfach, ich mache das auch wieder aus ganz vielen egoistischen Gründen, einfach um mir selber auch zu zeigen, so, ja, du schaffst das, Hendrik, du kannst das, jede Woche ein Video hochladen. Und ich glaube, ich habe auch eine Zeit lang mal 2 Videos die Woche gemacht. Da habe ich mir dann irgendwann eingestanden, okay, das schaffe ich nicht, das ist zu viel. Ich habe ja auch noch ein Privatleben und dann die Uni und so und das geht nicht. Aber das ist schon mein Anspruch. Also, ja. Was machst du, wie leicht fällt es dir, Videoideen zu finden? So mittel. Also ich habe ja so meine Evergreens, die dann immer mal wieder kommen, ne, Monatsrückblick und sowas, das mache ich ja einfach jeden Monat und wenn das dann 4 Videos im Monat sind, dann ist ein Jahr immer schon mal gar davon belegt. Ansonsten ist es
es passiert schon selten, dass ich mir überlege, boah, jetzt habe ich gar keine Idee, was diesen Freitag online gehen kann. Aber das ist keine Option. Also ich könnte natürlich auch sagen, okay, jetzt habe ich keine Idee, dann gibt es kein Video, aber das gibt es nicht. Also dann mache ich lieber irgendwie den 500. Tag, bevor ich kein Video hochlade. Ob das richtig ist, keine Ahnung, aber das ist mein Anspruch. Wir haben auf der Buchmesse letzte Woche schon ein bisschen so drüber geredet, aber was würdest du sagen, weil ich das auch super spannend finde, das A mit Zuschauern zu teilen und überhaupt mit anderen BookTubern darüber zu sprechen, was machen Zahlen mit dir, wie wichtig sind die Zahlen bei YouTube? Ja, mir ist das auch schon so mittelwichtig. Ich gucke da schon immer mal wieder drauf. Und natürlich mag ich auch diese Bestätigung, wenn ich sehe, okay, da sind wieder neue Leute dazugekommen. Und ich finde es auch schon immer ein bisschen schade, wenn ich in ein Video natürlich viel Arbeit und viel Aufwand gesteckt habe, was ich für jedes Video mache. Jedes Video ist Arbeit und Aufwand. Und hinter jedem Video stehe ich auch, sonst würde ich es ja nicht hochladen. Und wenn das dann irgendwie deutlich weniger Aufrufe bekommt, als ich so gewohnt bin, oder das vielleicht die Leute nicht so interessiert oder niemand kommentiert, dann bin ich, das macht schon was mit mir. Ja. Wie viel Interaktion hast du denn mit deinen Zuschauern so in den Kommentaren? Ich lese alle Kommentare. Ich antworte auf die wenigsten. Muss ich leider ganz ehrlich sagen. Einfach auch, weil ich es nicht schaffe. Also ich würde es schaffen. Wenn ich mir die Zeit dafür nehmen würde, würde ich es schaffen. Ich finde es total toll. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar und ich lese sie alle. Und wenn jemand mir irgendwie eine wirklich dringende Frage stellt oder was wissen will, dann antworte ich auch. Aber es gibt ja auch Leute, die dann schreibt jemand tolles Video und jemand, es gibt ganz viele Content-CreatorInnen, die schreiben dann Danke, Herzchen darunter. Und das habe ich früher auch gemacht. Das schaffe ich aber nicht. Und ich hoffe, dass meine Community weiß, dass ich sie alle lese und dass ich quasi ein allgemeingültiges Danke immer quasi an alle sende, die einen Kommentar schreiben. Was macht BookTube für dich aus? Warum machst du BookTube und nicht das Gleiche auf anderen Plattformen? Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen. Ich rede total gerne. Ich habe das schon immer gerne gemacht. Und ich habe mit BookTube auch angefangen, weil ich auch einfach das Equipment da hatte. Ich hatte eine Kamera, ich weiß, wie man Videos schneidet. Das habe ich einfach so, auch als ich noch viel jünger war, so als Hobby gemacht. Ich habe es nie irgendwo hochgeladen. Ich habe das mit meiner besten Freundin damals. Die haben einfach so dumme Videos gedreht und für uns einfach nur. Und deshalb mache ich BookTube, weil ich labere gerne. Ich kann das auch, würde ich sagen, mittlerweile einfach ganz gut, mich einfach vor eine Kamera zu setzen und was zu erzählen. Deshalb mache ich das. Und ich sehe auch den Reiz von Bookstagram und auch von BookTok und ich habe mich ja auch an BookTok probiert, aber weil ich auch, wie gesagt, nicht so die Energie habe, so viel zu machen und wie gesagt, mein Anspruch ist ja dann auch regelmäßig was zu machen und ich die Zeit und die Energie nicht habe, mehr zu machen, ist dann mein Hauptfokus BookTube, weil es mir einfach am meisten Spaß macht, vor einer Kamera zu sitzen und zu labern. Was glaubst du, wenn du sagst, es macht dir sehr viel Spaß, du achtest sehr drauf, regelmäßig was zu posten. Ich frage mich immer so, ich meine, bei vielen Hobbys passiert das irgendwann, aber gerade so in dieses in der Öffentlichkeit stehen und Dinge irgendwie zu machen, was andere Leute angucken, auch wenn unsere Reichweite natürlich im Vergleich zu anderen Leuten irgendwie begrenzt ist, aber irgendwann passiert es vielen, dass sie sagen, so jetzt reicht mir das irgendwann. Was glaubst du, was müsste passieren, dass du irgendwann sagst, okay, BookTube, so das war nett, jetzt haben wir 10 Jahre gemacht, aber jetzt ist auch in Ordnung. Tja, ich glaube, das Leben müsste passieren. Also wenn ich irgendwann merke, okay, ich habe jetzt vielleicht Familie und ich arbeite Vollzeit und ich schaffe das nicht mehr, ich glaube, das wäre dann so der Punkt, wo ich sagen würde, okay, dann ist jetzt vorbei. Also das, glaube ich, wäre so der Punkt. Ja, oder wenn es mir keinen Spaß mehr macht. Das sehe ich zwar nicht, also das sage ich jetzt, ne? In meinem Leichtsinn, der jetzt aktuell so vorherrscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir BookTube in 10 Jahren keinen Spaß mehr macht. Also ich würde sagen, es macht mir dann immer noch Spaß. Aber wer weiß, wer ich in 10 Jahren bin. Ich meine, vor 10 Jahren war ich auch jemand ganz anderes. Ich hoffe, dass es mir in 10 Jahren immer noch Spaß macht. Aber wenn das nicht so ist, dann ist es so und dann mache ich auch nicht mehr weiter. Gerade Vollzeitarbeit angesprochen. Ich weiß nicht, wie es bei dir in NRW ist, in Baden-Württemberg. Ich studiere ja auch Lehramt. Soll es zumindest Stand jetzt nicht die Option geben, nicht als Vollzeitkraft einzusteigen? Einfach
aus Lehrermangelgründen und anstatt, dass man mehr Stellen schafft und die Leute mehr Anreiz, Lehrer zu werden, laugt man einfach die Lehrer, die man schon hat, ein bisschen mehr aus. Anyway. Ja, also da könnten wir jetzt ein riesiges Fass drauf aufmachen, wenn wir über das ganze Schulsystem und Lehrermangel und so reden. Da sitzen die beiden, glaube ich, die richtigen zusammen. Also da könnten wir nochmal 3 Stunden dran machen. Aber dann brauche ich danach auch erstmal eine Beruhigungstablette, weil das ist ein Thema, da kann ich mich sowas von reinsteigern, weil es so bescheuert ist, was dieses Land mit der Bildung macht. Aber gut, ja, anyway, du hast schon recht. Anyway, aber du hast vor Jahren mal die Entscheidung getroffen, okay, jetzt mach ich Deutsch und Erdkunde auf Lehramt. Was hat dich zu dieser Entscheidung bewogen? How I Met Your Mother. Ach was, okay. Ja, ich war im Ausland nach dem Abi und wusste nicht, was ich machen will. Und dann habe ich mit meinem besten Freund da in Neuseeland How I Met Your Mother geguckt. Und es gibt eine Folge, da hat Ted Mosby eine Rede, warum er jetzt Professor wird und warum er Menschen unterrichten will. Und ich dachte mir so, bam, das ist das, was ich auch will. Das ist genau meine Intention. Besser halt Lehrer. So. Mhm. Und da war die Entscheidung gefallen. Und ich bin dann auch so bekloppt. Und wenn ich mir das dann in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das auch. Und dann kam ich wieder und habe dann angefangen, zu gucken. Deutsch war für mich klar, weil ich einfach, ja, Literatur mich immer interessiert hat. Ich hatte Deutsch auch als Leistungskurs und das lag mir einfach. Der ganze Grammatikteil, ja gut, den gibt's halt auch. Aber den anderen Teil, ich spiele auch gern Theater und so. Sowas finde ich alles toll. Also das Fach Deutsch bietet für mich einfach ganz viel Potenzial von ganz vielen Sachen, die ich sehr gerne mag. Und Erdkunde war so, ja, ich brauche ja ein Zweitfach. Also ich weiß nicht, wie das in Baden-Württemberg ist, aber in NRW, du brauchst ein Zweitfach. Und der ganze, also ich wollte auf jeden Fall nicht noch ein zweites Hauptfach, weil wer ist denn so bekloppt und macht 2 Hauptfächer? Ich meine, der ganze Korrekturaufwand, nee. Und also die ganzen naturwissenschaftlichen Sachen liegen mir alle überhaupt nicht. Geschichte habe ich irgendwie auch schon ewig nicht mehr gehabt in der Schule. Da habe ich auch gar keine Ahnung von Zahlen auswendig lernen. Und so immer weiter runtergebrochen blieb dann nur Erdkunde. Und Erdkunde fand ich eigentlich auch immer ganz cool. Und ich muss auch sagen, im Studium zum Beispiel ist es dann genau andersrum gekommen. Das Erdkundestudium ist so viel geiler gewesen als das Deutschstudium. Also so viel besser, weil es einfach so viel praxisnaher war. Das Deutschstudium kannst du wirklich, also da könnten wir wieder ein Fass aufmachen, wie bescheuert das Deutsch-Uni-Studium für Lehramt ist. Ich habe da eigentlich nichts für die Uni gelernt, für die Schule gelernt, seien wir mal ehrlich. Ich habe da tolle Sachen gelernt, aber nichts wirklich Spannendes. Aber Erdkunde hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast mit Sicherheit auch irgendwie Praktika machen dürfen, machen müssen, während des Studiums. Bei dir kommt jetzt dann das Ref demnächst. Hattest du jemals irgendwie das Gefühl, oh, vielleicht war das doch nicht die richtige Wahl, oder bist du immer so durchgerauscht und hast gedacht, das war schon eine gute Entscheidung? Im ersten Praktikum habe ich das relativ viel hinterfragt. Das war im zweiten, entweder zwischen dem ersten und zweiten Semester oder zwischen dem zweiten und dritten Semester, weiß ich gar nicht mehr, wann ich das gemacht habe. Man muss da so ein 6-Wochen-Praktikum machen, für alle die vielleicht keine Ahnung von Lehramt haben. Und da war ich an einer Schule, also ich bin zur Schule gegangen in so einem Schulzentrum. Da war mein Gymnasium, daneben eine Gesamtschule und eine Realschule. Und ich war an dieser Gesamtschule, da habe ich mein Praktikum da gemacht. Und das war überhaupt keine gute Entscheidung, weil ich wieder in dieses alte Muster zurückgefallen bin, da wieder in dieser Gegend war. Und da habe ich mich wirklich, da habe ich das wirklich krass hinterfragt, weil ich mir so gedacht habe, so, oh Gott, dann fühlst du dich wieder so, wie du dich in der Schule gefühlt hast. Und das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Und das war nicht schön. Und da habe ich so leicht hinterfragt, bis ich dann aber zu dem Schluss gekommen bin, okay, es liegt nicht an dem Beruf, es liegt nicht an der Tätigkeit, es liegt an dem Ort. Es liegt an diesem Ort, wo ich war. Und dann war für mich klar, okay, du kannst nicht in dieses Schulbezirk-Dings zurückgehen, du musst irgendwo anders hin. Und auch dann habe ich ja mein Praxissemester gemacht. Das fand ich toll. Da habe ich gemerkt, das liegt mir total. Da war ich an der Realschule, super. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, ich kann das auch. Ich kann das einfach. Also, es klingt so bescheuert, wenn man das von sich sagt, aber ja, mir hat es, also ich konnte gut mit den Kindern umgehen und irgendwie war das irgendwie was Tolles. Und dann dachte ich, ja, schön.
Freust du dich jetzt aufs Referendariat? Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon oft gehört, dass das so, also viele Lehrer, die ich jetzt auch schon im Praktikum so kennengelernt habe, gesagt haben, ja, freu dich mal. Die Leute sind schon seit 30 Jahren im Schuldienst und haben gesagt, dieses Ref war mit Abstand die stressigste Zeit in meinem ganzen Leben. Nein, ich glaube, da freut sich niemand drauf. Also niemand, der irgendwie schon mal mit jemandem geredet hat, der Referendariat, Lehramt gemacht hat, freut sich da drauf. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie hoch die Burnout-Quote ist. Wir sagen es hier mal nicht. Die ist unfassbar hoch. Referendariat, sind wir ja wieder beim Thema Schulsystem, ist, glaube ich, mit das Bescheuertste, was es gibt. Und auch von dem, was ich gehört habe und auch Freunde, die jetzt Ref machen, ist es super stressig, ist es super anstrengend und ganz viele Leute, die daran verzweifeln. Es brechen ja auch total viele ab, weil es so stressig ist. Das muss man sagen, für die Leute, die das nicht wissen, das Referendariat machst du nach deinem Master. Also du hast zu dem Zeitpunkt, dein eigentliches Studium ist abgeschlossen und du machst dann halt doch mal so ein Jahr oder anderthalb Anderthalb. Jahre sogar, ne? Anderthalb Jahre sogar. Und dann abzubrechen ist ja ganz, ganz bitter. Noch schlimmer ist natürlich, wenn du dann irgendwie durchfliegst. Das wäre natürlich absoluter Worst Case. Ja, Aber also dieses Referendariat ist im Endeffekt, du arbeitest voll an einer Schule, musst aber alles dokumentieren, hast dann ganz viele Unterrichtsbesuche und du wirst kontrolliert und du hältst da Unterrichtsstunden, für die du 30 Stunden vorbereitest, deine eine Unterrichtsstunde, die du dann präsentierst. Und wer irgendwie ein bisschen Berufserfahrung hat, weiß, dass es total bescheuert ist, 30 Stunden für 45 Minuten Unterricht vorzubereiten. Das ist einfach nicht möglich, das ist auch nicht realistisch, weil wenn man dann irgendwann mal 25 Unterrichtsstunden in der Woche hat, das mal 30, passt das in eine Woche rein? Ich glaube nicht. Also es ist total fernab von der Realität, wie dieses gesamte Studium übrigens auch. Anderer Punkt, ne? ja, und du bist halt wirklich, also es ist schon krass, du bist wirklich eine Vollzeitkraft, ne? Also im Prinzip, Schulen lieben eigentlich Referendare, weil sie ihnen einen ganzen Lehrer im Prinzip abnehmen, oder eine ganze Lehrerin. Ja. Und gleichzeitig, also auch gehaltsmäßig, muss man da jetzt, glaube ich, nicht drüber sprechen, dass du da jetzt auch nicht reich wirst vom Ref. Also, Nee, naja, das ist so schon ist. Käse. Da habe ich auch Angst vor, kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch Angst vor. Ja. Also, das fängt jetzt für mich, wenn alles gut läuft, im November an. Jetzt aktuell läuft der Bewerbungsprozess und mal schauen. Aber hast du also nicht, also Angst vorm Nichtbestehen? Oder Nee, da einfach will ich schon Angst irgendwie hin. vor diesem unfassbar vielen Aufwand? Ich habe Angst vor diesem unfassbar hohen Stress, ja. Von diesem unfassbar hohen Aufwand, von diesem unfassbar hohen Druck, von dieser unfassbar hohen Leistung, die ich auch erbringen muss. Bisher habe ich alles irgendwie bestanden. Dann bestehe ich auch noch irgendwie das Ref. Aber ich will halt auch nicht, das ist ja auch das Bescheuerte, du hast dann anderthalb Jahre diesen Hyperstress. Und dann gehst du quasi schon mit einem Burnout in deinen Lehrberuf rein, obwohl du noch nicht mal richtiger Lehrer bist. Also hier. Davor habe ich Angst. Dass ich dann nach anderthalb Jahren sage: So, boah, nee, ich kann das nicht. Ich bin jetzt fertig. Ich bin durch. Ich gehe jetzt in Rente. So, weißt du, was ich meine? Also davor habe ich Angst. Es wird nicht so kommen. Mein Gott, ich meine, das haben auch schon Leute vor uns überlebt. Also werden wir das auch schaffen. Aber trotzdem ist diese Angst da und dieser Druck ist super hoch. Auf jeden Fall. Ja, vor allem, also ich glaube wirklich, jeder, der das Lernen studiert in irgendeiner Form, macht das wirklich nur mit dem Ziel vor Augen, okay, in 6, 7 Jahren bin ich der Lehrer und dann habe ich alles hinter mir, weil das Studium halt wirklich, also Praxisnähe ist jetzt nicht the strong suit of Lehramtsstudium. Also. Praxisnähe und Lehramtsstudium in einem Satz zu sagen, ist, finde ich, schon sehr, sehr hochgegriffen. Also. Das ist schon wirklich, also gerade eben, ich studiere Politikwissenschaft und da, also du lernst eigentlich nichts, was du jemals in der Schule brauchen wirst. Bis auf Dasselbe in Deutsch. Also bis auf vielleicht die Einführung des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, so das musst du irgendwie in der 8. Klasse mal unterrichten. Aber ansonsten alles andere. Ich hatte in Deutsch ein Seminar zu Kinder- und Jugendliteratur, da habe ich was mitgenommen, aber den ganzen anderen Kram. Meinst du, wir hätten irgendwann mal über Grammatik gesprochen? Nö, das kann ich ja selber nicht. Also klar, ich weiß, wie es geht, aber ich weiß nicht, wie ich das unterrichten soll. Das hat mir niemand erklärt.
Wie soll ich irgendwelchen kleinen Kindern unterrichten, wann man Kommasetzung macht, wenn mir das selber niemand gesagt hat, wie man das richtig macht? So, hä? Ja. Ich könnte dir 35 verschiedene Betonungen von dem Laut I vorlesen. Das kann ich machen. Das kann ich dir erklären. Da habe ich eine Klausur drüber geschrieben, wie man das I im Deutschen betonen kann. Aber ich kann dir nicht sagen, was die einfachsten Kommaregeln sind, weil mir das keiner erklärt hat. Also ich kann es nachlesen, klar. Und ja, natürlich kann man sich das auch alles selber beibringen, aber das ist doch nicht der Sinn von so einem Studium. Ich muss doch nicht 6, 7 Jahre studieren, damit ich mir danach das selber alles nochmal beibringen muss. So, was ist denn das? Ja, welcome to Lehramt, ja. Ja, wirklich. Also falls irgendjemand da draußen ist und überlegt, Lehramt zu studieren, es ist schön, es macht Spaß, aber es bringt euch nichts. Nee, also wirklich, das Studium ist Quatsch. Das Studium ist großer, es ist grober Quatsch. Ja, also ja, also im Endeffekt sind wir jetzt eigentlich Fachidioten halt am Ende, die halt auch irgendwie so mit Kindern reden. Ja, wir sind Leute, die ein Fachwissen haben, aber von so Tut und Blasen, was so alles andere angeht, keine Ahnung haben. Mal abgesehen davon, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Du wirst noch einiges so an irgendwie Bildungswissenschaft und sowas haben, oder? Ja, habe ich noch, ja. Weil ich ja Sek. 1 Lehramt mache. Wir haben das schon, aber ja, also ich habe da habe ich ein bisschen was gelernt, was ganz sinnvoll ist, aber auch nicht viel. Ja, also rückblickend betrachtet auch wirklich, wenn ich so einige, ich hatte einige sehr, sehr gute Lehrer in der Schule. Also gerade eine Lehrerin an meiner letzten Schule, wo ich Abitur gemacht habe, ich habe an einem sozialwissenschaftlichen Gymnasium Abitur gemacht, da hatte ich wirklich eine fantastische Deutsch- und GK-Lehrerin, die ich wirklich sehr mochte. Ich hatte aber auch viele, unter anderem an derselben Schule, gerade in Naturwissenschaften aus irgendeinem Grund, häufig Lehrer, bei denen ich dachte, oh je. Und rückblickend betrachtet verstehe ich, wie es Lehrer geben kann, die einfach pädagogisch auch einfach nichts können, weil sie es ja, also gerade ich meine, am Gymnasium so, jetzt haben wir schon nicht super viel Bildungswissenschaften im Lehramtsstudium, aber vor 10 Jahren gar nicht. So. Ja. Ja, okay, kein Wunder, dass die Leute nicht wissen, wie man mit Jugendlichen redet. So, kein Wunder, dass du bei manchen das Gefühl hast, sie mögen keine Menschen. So, das wird bei Profs manchmal noch schlimmer, habe ich das Gefühl, aber also, ja. Eben, da muss sich wirklich keiner wundern. Also da muss sich niemand wundern, warum unser Schulsystem auch nicht funktioniert und warum so viele LehrerInnen auch da einfach total mit überfordert sind. Sie haben es halt einfach nie gelernt, sie haben es nie beigebracht bekommen. Und du würdest ja auch nicht irgendwie einem Maurer sagen, wenn er eine Mauer mauern soll, ja, keine Ahnung, wie du den Mörtel anmischst, mach mal. So, hier, geh doch mal los und hier hast du einen Stein, hier hast du einen Sack und da hast du deine Maurerkelle und mach doch mal. Aber so ist das Lehramtsstudium. Du weißt, keine Ahnung, wie du einen Stein machst, du weißt, wo du die Kelle findest, aber wie du den Mörtel anmischst, keine Ahnung, sagt dir keiner. Google doch mal, find doch selber raus, buch dir doch mal eine Fortbildung. Wie, du hast nicht auch noch in deiner Freizeitzeit irgendwie 300 Fortbildungen zu besuchen? Nein! So. Also. Ah, ja, das ist wirklich ein Thema, über das man ewig sprechen könnte. Mhm. Also. Komm, wir müssen da mal von weg, sonst wirklich, ich glaube, hängen wir uns da richtig dran auf. Ich glaube auch. Lass uns zum Abschluss nochmal über was Buchiges reden. Ich sehe seit fast einer Stunde hinter dir im Regal von David Levithan, letztendlich sind wir dem Universum egal. Mhm. Ich habe es schon ewig auf meinem Sub liegen und ich habe es mir jetzt mit Bukopoli erwürfelt. Und ich bin nicht so richtig motiviert, es zu lesen. Lohnt es sich, das Buch zu lesen? Wärst du 10 Jahre jünger? Ja. Ja, ne? Ich habe das gelesen, als ich im richtigen Alter war. Es ist immer noch ein gutes Buch, würde ich sagen. Ich habe es auch irgendwann nochmal gereadet vor so 6 Jahren oder so. Ich kann dir nur sagen, dass alles andere, was ich danach von David Levithan jetzt mit meinem jetzigen Stand gelesen habe, fand ich eigentlich alles Käse. Okay. Aber letztendlich sind wir dem Universum egal, hatte halt dieses, ich weiß nicht, weißt du, worum es geht? Na, grob. Ich weiß halt, dass es irgendwie um diesen A geht, der halt irgendwie immer in einem anderen. Genau, es geht um die Seele A und A hat jeden Tag, wacht er, es, sie in einem neuen Körper auf und lebt dann das Leben einer anderen Person. Und das ist ein ganz, ganz tolles Konzept und vermittelt halt auch ganz viel von diesem
wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dieses Konzept von wegen, okay, Geschlecht und Identität und so, und ob das überhaupt mit deinem Äußeren und dem Körper und so zu tun hat, das macht das Buch ganz, ganz toll und es vermittelt es ganz, ganz gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Es lohnt sich schon, das Buch zu lesen, einfach weil es einen sehr interessanten, aufklärerischen Aspekt hat und ja mittlerweile auch schon was älter ist. Ich weiß gar nicht, von wann das Buch ist. Ich gucke mal eben nach. Steht ja hier direkt. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon 2012. Ja, guck, das ist über 10 Jahre alt. Das muss man ja auch erstmal bedenken. Das ist natürlich, ja, für 2012 ist es schon sehr fortschrittlich, dieses Buch. Also es lohnt sich schon. Und es ist auch nicht dick. Man kann es auch sehr einfach lesen. Es ist ein sehr einfaches Und Buch. groß geschrieben und sowas, ja. Naja, also Ja. das kannst du an einem Wochenende, kannst du das so. Es klingt so ein bisschen mit diesen verschiedenen Leben, es klingt so ein bisschen Mitternachtsbibliotheksmäßig. Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast. Habe ich gelesen. Ja, fand ich sehr gut. Was? Oh. Fandst du Mitternachtsbibliothek nicht gut? Ich ganz fürchterlich. Fand ich ganz Echt? fürchterlich. Warum fandest du es denn gut? Keine Ahnung, ich mochte es halt. Ich fand es total spannend. Ich mochte diese verschiedenen Leben, ich mochte den Schreibstil. Es war jetzt kein hyperliterarisches Buch, aber und total vorhersehbar, seien wir mal ehrlich. Ja. Aber ich fand es so, ich liebe diese. Ich bin ein totaler so was wäre wenn Mensch. Ich liebe das. Das ist einfach voll meins. Ich lese total gerne auch so Parallelweltengeschichten und so. Und was hätte sein können und so Alternate History und so. Das liebe ich über alles. Und das ist dieses Buch ja quasi auch, wenn sie in diese verschiedenen Leben rein schnuppert und man herausfindet, was hätte sein können. Und das fand ich total toll. Ja, ich kann das verstehen. Ich finde auch die Idee super. Aber ich fand zum Beispiel, was sind da, glaube ich, drei Leben oder sowas, in die sie da reingeht in diesem Buch? Ich fand, die waren alle so, also vom Grundkonstrukt her gleich. Also halt mit anderen Charakteren besetzt. Aber letzten Endes war es immer das Gleiche. Also Fandst du? ich fand es wahnsinnig repetitiv. Spannend. Ja. Ich habe, weiß ich nicht. Nee, hab ich nicht so empfunden, aber interessant. Ja, und es ist ja super gehypt, so. Also es wird schon auch irgendwie einen Grund dafür geben. Es sind ja viele, viele Leute, die es gerne mögen. Aber irgendwie, das hat mich auch deswegen ein bisschen gewundert, weil das schon 2 Jahre her ist, also, dass ich das gelesen habe. Und da habe ich noch nicht viel gelesen. Das war eigentlich so diese Zeit, in der ich so ziemlich jedes Buch gut fand, weil ich halt überhaupt gar keine Vergleichswerte hatte oder sowas. Und deswegen finde ich es umso spannender, dass es mir da nicht so gut gefallen hat. Keine Ahnung. Wirklich spannend. Ja. Ja. Naja. Aber letztendlich sind wir dem Universum egal, geht überhaupt nicht in diese Richtung. Okay. Also das ist schon ein Teenie-Buch, ne? Ja. Und es hat auch einen sehr großen Romance-Aspekt. Ja, das habe ich mir gedacht, ja. Steht Also auch im es ist was Klappentext. völlig anderes. Okay. Ja, da lese ich, glaube ich, dann nachher mal eine Runde rein. Macht es! Ich Oh, habe da jetzt. musst du mir mal Bescheid sagen. Das finde Ja. ich spannend. Ja, das mache ich. Hendrik, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst, dass wir nach wirklich langer Zeit, wie wir immer wieder kurz geschrieben haben, jetzt einen Termin gefunden haben, um dieses Format abzudrehen. Sehr schön, hat mich auch mega gefreut. Mir hat das Gespräch super viel Spaß gemacht. Ich gehe jetzt mal fast davon aus, wenn ihr bis hierher zugeschaut habt, dass es euch auch Spaß gemacht haben könnte, zuzuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Schreibt gerne alles mögliche andere zu den Themen, die wir besprochen haben, in die Kommentare. Ich verlinke euch hier eine weitere Folge meines Talkformats Bücherjäger Meets, nämlich mit dem Autor Marcel Riepegerste, ein Thriller-Autor, der früher in der Psychiatrie gearbeitet hat und genau das irgendwie auch in seinen Büchern super einfließen lassen kann. Ich bedanke mich bei Hendrik fürs Dasein und ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, einige von euch ja, nochmal irgendwie in meinen Videos zu sehen, unter meinen Videos zu sehen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderbaren Tag und bis bald.